Tag zusammen! Was geht? Hallo, Uglu! Wollte ich nochmal anmachen? Ich wollte irgendwas anmachen für die Oma. Ich guck mal, ob ich das finde. Oh mein Gott. Hier, Oma, nur für dich. Nur für dich, Oma. Hallo, was geht? Na, ihr wunderschönen Menschen. Wie geht's Ihnen? Gut, gut. Ich hoffe, euch auch. Ist das überhaupt der Track oder ist das nur der Beat? Ich glaube, das ist nur der Beat, Mann. Wer sind Sie? Oh. Nein, nicht lauter. Ich möchte reden mit euch. Ich möchte kommunizieren. Wie, wer sind Sie? Ich bin's Peanut, Alter. Ich bin's Kürdis. Nummer 1 Deutschland in euren Herzen. Da ist er ja, so wie jeden Tag. Ich bin jeden Tag online. Ab 19, Open End, Alter. Musik besser, ich such dich IC heute. Halt die Klappe. Junge, ich schick dich nach Vegas. Was denn, Oma? Nein, nicht lauter. Ein bisschen nur. Da, ein bisschen hab ich. Ich mach das schon extra für dich an, Umi. Ah, wen haben wir denn? Mr. Pony, Dankeschön für den Prime Sub am 30. Einfach der geilste vor einer Stunde. Hab ich schon Danke gesagt. Und Kautschuk Kasper, Dankeschön für den Resub im 48. Monat, Alter. Und Inke, Dankeschön für den Resub im 10. Monat. Und Vasco, Dankeschön für den Resub im 7. Monat, Stufe 3 sogar. Vielen lieben Dank, Bruder. Danke, danke, danke. Fabian Lars, danke für den Prime im 9. Ranjit, danke schön für den Resub im 6. Das ist Selman Lugner. Und Vrex Hukulu. Und danke für den Resub im 33. Oh, Costa Casanova, danke schön für den Resub im 8. Und Hukulu. Medium Pelle, danke schön für 2 Subs im Voraus. Also 2 Monate Dingensbummens. Vielen lieben Dank. Und für den Resub im 9. Marbro, danke schön für den Prime im 10. Tabasco Dude, Dankeschön für den Resub im 11. Hukulu und Cooper seine Fledermaus. Swiss TV, Dankeschön für den Resub im 28. Und Kingbro, danke für den Prime im 30. Cherry Cherry Lady. Und Olaf, Dankeschön für den Gifted Zap an. Mr. Vulo. Und Emmes, danke für den Prime 13. Auf volle Kanne drauf da. Nee, nee, nee. Wo sind die Catch-Ems? Die machen hier Ginnix immer. Das ist Rentnertreffen hier. Alle müde. Und Fruktes, Dankeschön für den Prime im 8. Wie, was ist das für eine Mucke, Bruder? Was soll man denn anmachen? Was hat man letztes Mal gehört? Boah, wir können auch hier, warte mal. Wo ist denn das Album von dem? Cheat. Wir können doch sowas hier anmachen. Oh, was geht ab, Max? Da wird die Oma aber Hörnchen. Ach, der Tony! Tony, was ist mit TBC, Junge? Wie heute kein deutscher Bobaki. Nicht mich ärgern, bitte. Ich mach ab sofort nur noch Dings. Ich mach, glaube ich, ab sofort Dienstag, Mittwochs und Donnerstags frei. Wenn ich da donnerstags komme, ist cool. Ärgerer. Und Rox, Dankeschön für den Prime 16. mit Keck W und Costa Casanova, Dankeschön für den Gifted Zap an Ziborax. Ja, mach das auch. Ach, Quatsch. Ja, Tony, zockst du nicht, oder was? Ich hab gesehen, du bist im normalen WoW online. Und Randy, Dankeschön für den Prime im 3. Monat. Ja, klar, noch länger. Nein, ich komme immer. Mach direkt den Tag auf der Oster-Silvester. Das können wir auch machen. Gab's heute Döner-Teller-Cousin? Nee, nee. Heute gab's Nudeln. Bolognese und so. Chinix, vielen lieben 1000 Millionen lieben Dank für die 5 Gifted Subs, Buddy. An Blikey, Dark, Ed, Hopkins und Punebusty. Und Jones. Bitte dann noch Weihnachten.
Sebo, Dankeschön für die Wii 7-13. Ich hoffe, dass der Max heute ein paar Sachen rübergeschoben hat. Dass wir bald weitermachen können in der Permis mit der Kleiderkacke. Ist der Till eigentlich ein Statement? Weil, dass ich der Freund von Twinkie bin? Na klar. Schau mal Discord. Oh, das ist gut, das ist gut. Das sind gute Nachrichten. Ich vernachlässige niemanden, Sebo. Aber Sebo, das Ding ist halt... Guck mal, wir können das ja einfach mal ganz transparent machen, ne? Das Ding ist halt, Sebo, ich nehme mir Dienstag und Mittwochs frei vom Stream. Und klär da Real-Life-Stuff, einkaufen, allen möglichen Scheiß und bla bla bla. Oder einfach auch nur so zum Chillen. Und gestern war so ein Tag, wo ich dann trotz allem gearbeitet habe und so entnervt war, dass ich entweder erst später streamen wollte oder gar nicht. Und ich kann den Stream und alles nicht vernachlässigen dafür. Halt die Fresse, Aiden. Du scheiß Flicker mit deinem Drecksack. Piss dich. Transparenzoffensive 21. Wann wirst du dich eigentlich mal zeigen? Was? Ich hab mich doch schon gezeigt. Ich hab doch Webcam an. Gearbeitet. Doch, Ayran, das ist Arbeiten. Das ist stressig. Mit einem Max zu arbeiten ist manchmal stressig. Weil der geht anders an Sachen ran wie ich. Ich vernachlässige niemanden. Halt auf, mich zu ärgern. Und Buddy, Dankeschön für den Prime-Sub und herzlich willkommen. I, Buddy, I. Oder Badil. I, Budil. Merci, Dankeschön. Und Tabasco, du Dankeschön für 420 Bits. Als ich nicht wie ich. Halt die Klappe, Junge. Was ist mit euch? Du bist uns doch keine Rechenschaft schuldig, Bruder. Seit Tag haben wir alle. Doch, bin ich. Ist ja keine Rechenschaft. Ich will das ja einfach nur so kommunizieren. Ganz einfach. Ich möchte ja nicht, dass einer sich irgendwie verarscht fühlt oder so. Dass ich sage, yo. Warte. Dass jemand denkt irgendwie, yo, der sagt, der kommt heute nicht, weil da irgendwas ist oder so, aber dann macht der irgendwas anders und lügt uns an, weil der keinen Bock hat. So, wenn ich keinen Bock habe, sage ich das. Wenn ich sage, ich habe keinen Bock auf RP heute, dann sage ich das auch. Was kann man denn mal hören? Chat, macht mal Vorschläge für Musik. Ich hab ihn auch noch nicht in Real Life gesehen, aber manchmal vielleicht sogar besser. Hab Brian auch lange gefeit, bis der Cam angemacht hat. Wurde mein Bild verworfen. Hashtag no front. Welcher Brian? Oh, Brian, Texas? Hallo, Herr Juri. Boah, Peter Fox ist gar keine so schlechte Idee. Das ist gute Laune-Musik. Zockst du TBC, Sehen und Leon? Ich habe lange drüber nachgedacht und ja, aber ich werde wahrscheinlich keine Zeit dafür haben. Weil wann soll ich leveln, Bruder? Wann soll ich das machen? So mit RP nebenbei noch und dem ganzen Gedöns. Ich habe keine Zeit, Alter. Wenn ich mal irgendwie eine Stunde Zeit habe oder so, werde ich da ein bisschen rumrennen und aber nicht so hardcore wie ein Classic. Ne, Brian, der Rotschopf. Kenn ich nicht. Aber ja. Wofür Cam? The Rekitol, Dankeschön für den Prime Sub im dritten und Tukulu. Und Kampfroboter, Dankeschön für den Prime im 23. Monat. Wie heißt nochmal der andere deutsche Künstler, der genauso einen Rugger-Tone hat? Der macht auch deutsche Musik. Und auch so Reggae-mäßig wie Peter Fox. Wie heißt der? Ne, nicht Gentleman und auch nicht Green, auch nicht Yandy, nein, nicht Green. Das ist jemand, der im Osten von Deutschland gewohnt hat.
Der hat auch noch richtig, also ganz oft Lieder darüber. Sido. Ah, Mann. Nee, nicht Casper. Casper macht doch keinen Reggae, Junge. Ach, Mann. Peter Fox hören wir gerade, Bruder. Nein, Finch nicht. Finch macht auch keinen Reggae. Auch nicht Dendemann, aber Dendemann ist gut, Alter. Nee, Seed ist ja Peter Fox seine Truppe. Sammy, dem Ohr jetzt mal. Bitte, Bruder, hör auf mich zu trollen, Alter. Mann, wie heißt der? Ja, ja, genau, Basic Reel. Ich glaube schon. Trettmann, genau. Boah, Pentagon, genau, Alter. Trettmann heißt der. Ja, Mann. Der ist auch fett. Crow. Du meinst Miami Jazz-Seed, oder? Boah, warum lese ich das überhaupt vor? Warum komme ich überhaupt online? Ich werde immer nur getrollt. Du hast noch nie Trettmann gehört, Alter? Trettmann? Nein, Gentleman meine ich nicht. Aber der ist auch wieder am Start. Der macht ja so Track mit Luciano und so. Wie die alle heißen, Alter. Und Marge, Dankeschön für den Prime im 7. Monat. Und Noname, danke für den Wies am 25. Trettelmann. Trettmann, Alter. Ich weiß aber nicht mehr, wie das Lied heißt, was ich da so lange gehört habe. Und wo die Bär, Dankeschön für den Wies am 38. Monat. Schon so lange. Oh ja. So, Vorschläge, Chat, sagt mal was, haut mal was raus. Was soll ich anmachen? Silberrücken, Dankeschön für, du bist im 23. Monat. Ach Mann, wie hieß denn das Lied? War das grauer Beton? Kitsch Creek. Nee, ich glaube, das war das nicht. Aber ich glaube, das ist auch gut gewesen. Michael Jackson, Dirty Diana haben wir doch schon ganz oft gehört. Und Best Fanatic, danke für den Prime 20. Monat. Ja, Loco, das ist grauer Beton. Cryogenic, erstmal schön Abtempo ins Gesicht, geh mir weg mit so einer Mucke, Alter. Hallo, Terrys. Wie heißt nochmal das alter Ego von Materia, Mann? Indianer. Ja. Don Calimero. Ich hoffe bei dir auch. Trettmann ist cool. Ja, Mann, Masimoto, Alter, Mann. Sie ist auch fett, Junge. Also es gibt wenig deutsche Sachen, die ich feiere. Aber Masi ist eine Sache davon. War auch schon lange nicht mehr gehört. Das ist auch so richtiger Kika-Rap, Alter. Der labert nämlich auch nur Scheiße. Jetzt geht der Blau weg, du Ärgerer. Ja, Mann, Masi ist fett, Junge, aber das ist echt Kicker-Rap, Junge. Der labert nur Scheiße. Hat er dir denn drei schöne Tage ohne mich, wo ich nicht genervt hab? Da waren bestimmt einige gestern bei Thai seinem wunderbaren Kochstream dabei. Nein, warum nicht? Stress pur die letzten Tage. Baut die Pfeife selbst. Er drückt auf Gefällt. Nee, ihr habt da keinen Spaß ohne mich. Oder allgemein keinen Spaß. Ich hab die Speckschwarte von Erdnuss vermisst. Hallo, das ist ja
Was ist das für ein Fettshaming andauernd? Lass Peanut und alle anderen Menschen, die dick sind, doch dick sein. Da sagt man doch nicht Speckschwarte. Ärgerer. Ja, endlich abends mal Game of Thrones nachschauen. Guckst du halt jetzt erst? Ja, die Lust erst von Teil musste ich mir gönnen. Da kommen Erinnerungen hoch, früher in Buffen und Masi hören die aber, Alter. Keine macht den Drogen, Alter. Ist doch nicht so gemein. Ich meine doch, ich mach da auch nur Spaß. Goldberg, dafür bin ich da, ne? Hallo, Fauli. Bruder machen. Ihr seid Ärgerer, ihr seid alle Ärgerer. Was heißt früher? Curtis hat heute noch sein Zelt auf dem Dachboden. Das ergibt gar keinen Sinn, unterm Dachboden zu groan, weil du dir im Sommer die ganze Ernte zerfickst, damit er zu heiß wird. Ah, hab ich gelesen. Da gibt es so Magazine. Joko, hallo. Wir sind Ärgerer, weil wir vom König gelernt haben. Ich ärgere nie, Alter. Ich bin der liebste Mensch auf der Welt. Illegalized ist auch geil. Alles von Masimoto ist geil, Bruder. Also, true story. War ne, Tijuana-Floß besser. Ich mach Dings von welchem König? Keine Ahnung. Ich denke mal, der meint mich mit Ärgern. Aber ich ärgere nicht. Seit 2017 habe ich nichts gemacht. Nee, Prepper kenne ich nicht. Ich bin da in der deutschen Dings überhaupt gar nicht unterwegs. Wenn, kriege ich mal so irgendwo was mit. So YouTube-mäßig. Tschüss, Bruder. Costa, vielen lieben Dank für fast 420. Drüber sogar. 421 Bits. Vielen lieben Dank. Ich werde immer nur gefrontet, Alter. Ich darf nicht abweichen von meinem Night-Level, was weiß ich, Trip, ne, von 2017. Sobald einmal andere Musik gehört wird, kriege ich direkt Schelle. Modson, danke schön für den Prime im 24. Monat. Danke. Ach, du hast jetzt extra gezählt wegen 420, Junge? Hallo, guten Abend, Hayes. Oh mein Gott. Stimmt, den Sound wollte ich ändern, weil ich mich immer erschrecke. Vic Verdi, vielen lieben Dank für $13 für Tinkepäckchen. Warte, ich lese erst so, ich weiß nicht, ob ich vorlesen darf. Habe in meinem Leben so viel Wodka getrunken, dass ich mittlerweile einen leicht russischen Akzent habe. Mach weiter so, Curtis. Danke für die Unterhaltung. Kannst du dir die Hand mit dem Juri geben? Und vielen lieben Dank. Dankeschön. Mach ich. Hallo, Luch. Das sag ich doch, wie Juri kennt. Tanju geht eigentlich auch voll fit. Ah, wo ist denn das Lied? Wo ist das? Danjo mit Crow und Tessie finde ich fett. Das war auch schon alt, Alter. Von wann ist denn das? 2016. Ja, Mann. Man kann gar nicht so viel nachtrinken, wie man müsste bei russischem Akzent. Früher haben die Kiffer Cypress Hill gehört. Und Costa, vielen lieben Dank nochmal für 420 Bits diesmal. Ein Bit weniger. Und Tabasco, dir Dankeschön. Ebenfalls für 420. Katze, du brauchst gar nicht kommen. Ich schwöre bei Gott, du bist böse. Du hast mir schon 3 Ladekabel zerfressen und kaputt gemacht. Nein. 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 Du bist eine böse Katze.
Immer kommst du und ärgerst. Katz ist böse. Ich hab mit sowas nichts am Hut. Wir gehen jetzt in eine Pommes, okay? Lass das Lied noch hören. Ist echt gut, wenn du on bist zwischen den ganzen Umzugsstress und Arbeitsscheiß, können wir dir mega abchillen. Dafür bin ich da, Jungs, Mädels. Das hier ist hier 5 Stunden Pommes-Comedy immer. Und irgendwann kommt doch Hollywood-LP zurück. Und das wird den Stream retten, das untergehende Boot. Richtig so, Schwester Kusch, der ist böse, hast du recht. Sauber, die Schwester. Der ist echt böse. Der ist nur am Ärgern. Andauernd. Nein, nicht ich bin böse, der ist böse. Ich nicht, ich bin lieb. Ich bin noch nicht böse, weil ich Bagheera jetzt rausgeschickt habe. Die macht immer Krach und die ärgert und die beißt. Oha. Ja, du hältst zu dem. Ich bin dein Bruder, warte ab. Und der Rentner, dankeschön für den Prime 8. Monat. Hallo, wie geht es euch alle? Also mir geht's gut, Rentner. Ich hoffe dir auch. Ich bin noch unschuldig und lieb. Dann beißt doch zurück. Nein. Die hat viel spitzere Zähne und ich habe noch Milchzähne, ganz kleine. Mach mal Holdi klar. Ja, sagt er dem Max, Juri, nicht mir. Es liegt alles bereit. Es muss nur rüber gemacht werden. Selber Duplo. Gut, TBC-Vorbereitungen laufen. Ich habe heute auch angefangen. Als ich ein bisschen Zeit hatte. Könntest du der Papa von uns sagen. Ja, echt mal, Max, mach mal. Der ist bestimmt gar nicht mehr hier. Nicht unser Max, ne? Costa Casanova hat gerade ein neues 1000-Bit-Abzeichen erhalten. Und Spicy, danke für den Prime im 19. Monat. Ja, Mutsche, ich kann aber nicht. Ich kann da nicht spielen. Ich würd gern ein bisschen... Aber wenn es sein muss, dann weiß ich nicht. Dann machen wir vielleicht mal einen so einen chilligen WoW-Tag immer so. Interessiert zwar keinen oder nicht viele. Ich hätte schon Bock, weil alle zocken. Ich hasse das. Ich gehe ins Teamspeak, Alter, und alle sagen, komm zocken, komm zocken, komm zocken. Ich hasse das. Meine Hände zittern schon wieder. Schade, wie danke schön für den Prime 9.9. Kika, Körb, du und Tukulu. Oh. Wann bekomme ich mein Taschengeld? Du kriegst hier Pfandflaschen, Bruder, jede 5 Minuten. Oder 10. Die kannst du ausgehen gegen schöne Prämien. Deswegen bin ich ja auch nicht im TS. Ja, ja, Lucky. Und deswegen bist du auch nicht im RP, ne, Lucky? $5,950 ist Angebot für $7,99. Was ist das, eine Grafikkarte oder was? Er zahle, dankeschön für den Resub im 5. Monat in Tukulu. Im was? Im RP. CPU also. Ich habe keine Ahnung davon. Aber warum hast du doch alles schon gespielt? Ja, ich weiß auch nicht, Oma. Keine Ahnung. 32 Kinder Flaggschiffe von Ryzen. Den werde ich nie sehen. Oh, TS funktioniert wieder. Okay, dann hält der Dungeon jetzt die Klappe. Und VOD hat Sound und wir gehen in eine Permis. Das tun wir, ja. Dafür sind wir alle hier. Spiel's für eine Klasse, ich hab Charmy gemacht. Wir wollen diesmal Allianz zocken auf Gehenders. Ich hab einfach Bock, Leute zu runden mit 2 Händen irgendwann. Wenn ich überhaupt auf Max-Level komme. RP nimmt einfach mein Leben ein. So traurig das klingt. Ich bin gebunden an dieses Spiel.
Lang lebe die Horde. Habe ich gezockt in Classic, war aber. Nee, gefällt mir nicht. Immoin! Was geht dem Mann aus dem All? Das Spiel liegt dir einfach im Blut. Das ist einfach mein. Das ist einfach so mein Kindheitsspiel, ne? Damals so mit 12, 13 hinter meinem älteren Bruder gestanden, während er da saß und gezockt hat. Mit seinen Kollegen von der Ausbildung und boah, Bruder, ich werde das nie vergessen. Da habe ich so einen Nachtelefant da gesehen, der gesprungen ist und hat so einen Salto gemacht und ich dachte mir so, wow, fett, Junge. Ich habe vorher nämlich Lineage 2 gespielt mit einem Real-Life-Kollege von mir. Und dann habe ich World of Warcraft entdeckt, Alter, und dann war Ende. Dann war einfach Ende im Gelände. Krieger war Maschine im PvP im WC. Inwiefern, BGs oder Arena? Gibt ja unterschiedliches PvP.